Meine Damen und Herren, hier möchte ich gleich zu einem politischen Thema kommen, das meines Erachtens entscheidend ist, und das ist, wie können wir diese Sicherheit bewahren? Es ist wahr, es ist ziemlich klar, dass je weiter die Grenzen der Freiheit nach Osten verschoben werden, desto größer ist auch die Sicherheit der Mitte und des Westens. Es ist mit anderen Worten, es gibt einen Zusammenhang in der Sicherheit. Und diese Sicherheit muss irgendwie entwickelt werden. Ich weiß sehr wohl, es gibt Menschen, die sagen, na, jetzt werden wir keinen Krieg mehr haben. Bitte, das habe ich öfters gehört. Das ist der Vorteil, wenn man ein alter Mensch ist wie ich. Ich bin jetzt 91 Jahre alt. Und ich kann Ihnen nicht sagen, ich kann mich erinnern, was für schöne Friedensversprechen wir sogar in der Zeit während und nach der Machtergreifung von Hitler erhalten haben. Aber die Wahrheit ist doch die, wir müssen vor Augen haben, dass es eine echte internationale Gefahr weiterhin gibt. Und ich will da einmal ganz offene Worte unter uns reden, nachdem wir hier uns unter Freunden befinden. Und das Erste ist, wir haben ein großes Problem mit dem mächtigen Nachbarn Russland. Denn, meine Damen und Herren, die Führung in Russland ist in ganz eigenartigen Händen. Ich weiß, es gibt sehr viele hier im Westen, die sind über Herrn Putin sehr entzückt. Sie sagen, er spricht gut Deutsch. Bitte, es ist wahr. Er tut nicht mehr wie sein Vorgänger mit dem Schuh auf den Tisch hauen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Er hat gewisse Manieren zugegeben. Er hat sogar eine äußere Erscheinung, die präsentabel ist. Bitte auch, solange man nicht in seine Augen schaut. Aber, meine Damen und Herren, er ist jemand, mit dem man einfach rechnen muss. Denn wenn man ihn wirklich kennt, und ich muss Ihnen sagen, ich habe ein bisschen die Chance, ihn wohl nicht persönlich getroffen zu haben, aber mit ihm indirekt zusammengekommen zu sein zu einer Zeit, wo er noch längst nicht ein berühmter Mann war. Das war in den sterbenden Monaten der sogenannten DDR, also der deutschen kommunistischen System, wo es eine freie Wahl gegeben hat zu der Volkskammer. Das war eine Wahl, wo also wirklich Parteien, die gegen den Kommunismus waren, die Kandidatur hatten, aber die faktisch die Mittel weniger hatten. Sie konnten weder irgendeinen Saal bekommen, noch konnten diejenigen, die zu ihnen gekommen sind, irgendwo in einem Hotel oder Wirtshaus eine Übernachtung haben. Bin damals sehr viel herumgefahren auf diesem Gebiet, aber jeden Abend musste ich entweder nach Berlin oder nach Westdeutschland zurückkommen, weil ich einfach nicht übernachten konnte. Und es war damals bittere Kälte. Es war wirklich äußerliche Kälte. Meine Damen und Herren, es hat nur eine Ausnahme hier gegeben und das war die Stadt Dresden. Dort hatten sich nämlich die Amerikaner, ich weiß nicht wie, organisiert, dass sie ein Hotel besessen haben. Das ist also sozusagen so eine Art Insel der Seligen inmitten des Meeres gewesen. Und daher bin ich am Abend in Dresden ins Hotel gekommen, an einem Freitag. Ich habe dann sofort im Hotel gesagt worden, Sie wissen, heute Abend ist eine große Demonstration. Es war ja immer am Freitag, wo nach dem Gottesdienst große antikommunistische Demonstrationen aus den Kirchen herausgezogen sind und der ganze Widerstand gegen den Kommunismus zum Ausdruck gebracht haben. Der Hoteldirektor hat mir außerdem erklärt, wir wissen, es ist ein Befehl an die Polizei gegeben worden, diesmal wird geschossen. Es wird also etwas Arges geben. Bin ich natürlich hingegangen, habe auch teilgenommen an dieser Demonstration und hatte das unglaubliche Glück, mit einer Gruppe von vor einer Weile befreiten Gefangenen zusammen zu sein, die seinerzeit im großen Konzentrationslager und Konzentrationshaus von Bautzen gewesen sind. Das ja als Hof wahrscheinlich das ärgste Gefängnis war, das in der DDR bestanden hat. Ich habe damals mit ihnen gesprochen und die haben mir gesagt, einige Russen sind sehr nett gewesen, sie waren vielleicht sehr höflich und jedenfalls wurden also freundlich darüber gesprochen. Aber sie haben mir gesagt, ein Russe ist da, der ist furchtbar, der ist grausam, der ist unterdrückerisch, er heißt Putin. Und ich kann Ihnen nur sagen,
Es war das wirklich eine große Sache für mich, dass ich diesen Namen damals bekommen habe. Ich habe mich seither an Herrn Putin interessiert und habe seine Karriere verfolgt. Und es ist interessant, dass das eigentlich bei uns kaum je geschehen ist. Schauen Sie, wenn man zurückgeht auf das Leben von Herrn Putin, wird man finden, dass er schon als Schüler im Gymnasium seine Kameraden an die Polizei denunziert hat, wenn die etwas gegen das Regime gesagt haben. Er ist dann mit 23 Jahren bereits Mitglied der KGB gewesen, also zu einer Alter, das relativ früh war, wie der allgemeine Durchschnitt derer, die in den Dienst der KGB eingenommen worden sind. Er hat dort eine grandiose Karriere gemacht und hat dann jenen Fortschritt gemacht, von dem wir kennen, von dem wir was gehört haben. Man hat ihm erlaubt, ins Ausland zu reisen. Er hat sehr viele Auslandsreisen gemacht, weil man offensichtlich ihm total vertraute. Er hat dann, wie gesagt, als Gauleiter der Russen in Sachsen und in Thüringen regiert, wo er, wie gesagt, ein äußerst harter Herr war und ist also ein Mensch gewesen, der so langsam die Treppe beim KGB hinaufgegangen ist. Bis zu jenem Punkt, jene Nacht des beginnenden Jahrtausends, in dem es im Kreml einen wirklich unblutigen Putsch gegeben hat. Es war ja früher Herr Jelzin, der Präsident. Den habe ich persönlich gekannt. Ein sehr liebenswerter Mensch. Ich meine, ein Wilder war er trotzdem, aber er war, sagen wir, relativ zivilisierter wie die anderen. Man ist ja sehr bescheiden geworden in diesem Begriff. Und er hat aber eines gehabt, es war nicht leicht, mit ihm zu sprechen. Denn es hat wenige Momente gegeben, wo er nicht betrunken war. Und daher war das immer eine große Schwierigkeit. Was sich da in Kreml abgespielt hat, weiß ich natürlich nicht. Aber so wie ich es von außen gesehen habe, würde ich sagen, es war ganz einfach. Warum hat es dort eine unblutige Revolution gegeben? Der gute Jelzin war wieder einmal sternbeinhagel besoffen in dieser Nacht. Da haben sie ja zusammen gefeiert. Man hat ihn einfach aus dem Kreml herausgetragen und der Putin hat sich auf den Thron gesetzt. Und damit war der Staatsstreich beendet. Aber meine Damen und Herren, er hat gleichzeitig eine Politik angekündigt in einer Rede, die er am 19. Januar des Jahres 2000 in Minsk gehalten hat. Eine Rede übrigens, die in keiner westlichen Zeitung, soweit ich feststellen kann, überhaupt erschienen ist, wo er ein paar ganz grundsätzliche Pläne für die Zukunft erklärt hat. Er hat nämlich erklärt, er würde in 5 Jahren die militärischen Ausgaben verdoppeln. Er hat damals in der gleichen Rede gesagt, seine Ambition sei es, wieder Russland zur ersten Großmacht in der Welt machen, wie es früher einmal, er hat nicht direkt gesagt in den Tagen von Stalin, aber er hat es gedacht, gewesen ist. Und mit einem Wort, er hat da einen ganz großen und ambitionierten Plan auseinandergesetzt, den eben, wie gesagt, der Westen nicht weiter zur Kenntnis genommen hat, weil er es einfach nicht wollte. Und dann sind diese ganzen Zeichen gekommen, kleine Zeichen, aber die ungeheuer instruktiv sind. Schauen Sie, zum Beispiel die Tatsache, dass er ja schon von Anfang an erstens einmal die Hymne Russlands abgeschafft hat, die seinerzeit Jelzin wieder eingeführt hatte. Er hat außerdem als diese Hymne ein Gesang eingeführt, der 1963 zu Ehren von Stalin komponiert worden war. Mit einem anderen Text natürlich. Aber stellen Sie sich einmal vor, wenn in Deutschland im Jahr 1946 die deutsche Regierung das Horst-Wessel-Lied zur Hymne Deutschlands erhoben hätte, was wäre da für ein Geschrei in der Welt ausgebrochen? Aber in dem Fall ist das glatt über die Bühne gelaufen. Er hat aber auch anders, er hat ja die Fahne geändert. Die rote Fahne ist wieder da. Und meine Damen und Herren, das sind alles so kleine Zeichen. Wenn man sich zum Beispiel seinen Geburtsort Stary Izborsk nimmt, 800 Kilometer von Moskau,
Ja, dort, das ist heute schon ein Pilgerort, wie er seinerzeit im Geburtsort von Lenin gewesen ist. Es ist dort, die Gebäude aufgebaut für die Schulung der Jugend, für die sogenannte Putin-Jugend. Es sind da verschiedene Zentralen, Hotels und so weiter gebaut worden. Dieser Staryizborsk entwickelt sich zu einem Art Heiligtum, wo es eine große Straße jetzt von Moskau gibt, die hingeht. Eine Straße übrigens, wo alle paar Kilometer eine Statue des großen Mannes zu sehen ist. Meine Damen und Herren, das erinnert einen doch so erschreckend an gewisse Sachen, die man, bitte wieder einmal, nur wir Alten gesehen haben. Wie es zu Beginn des Totalitarismus in Italien oder in Deutschland war. Aber das sind diese Zeichen, die nicht trügen, die uns immer wieder den Personenkult finden und das alles, was sich hier in dieser ganzen Situation abspielt. Aber es geht ja auch noch weiter. Schauen Sie, meine Damen und Herren, gerade in der letzten Zeit ist etwas geschehen, was man auch im Westen so gut wie überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat, was aber ungeheuer bedeutend ist. Erster Schritt war der, dass endlich jetzt die Fusion zwischen Russland und Belarus tatsächlich durchgeführt wird. Dass an der Seite von Putin heute ein ganzer Stab für die Reintegration Russlands aufgestellt wird, an dessen Spitze Herr Pavel Borodin steht. Meine Damen und Herren, ich möchte das nur alles gesagt haben, denn wenn man da uns immer wieder sagt, wir sind in einer Zeit der Sicherheit und des Friedens, meine Damen und Herren, das stimmt nicht. Und schauen Sie, natürlich ist das manchmal schwer, den Jüngeren zu explizieren. Aber die Alten, die so wie ich, schauen Sie, ich habe wahrscheinlich die interessantesten, instruktivsten Monate meines Lebens während den letzten 3 Monaten des Verfalls der Weimarer Republik in Berlin zugebracht. Ich kann Ihnen nur sagen, da hat man doch alles das gesehen, was sich da abgezeichnet hat. Ich meine, ich habe Mein Kampf damals gekauft. Ich habe es gelesen. Er hat ja ganz ehrlich alles gesagt, was er machen würde. Nur hat man das auch im Westen nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Es hat doch niemand mehr gewusst. Ich erinnere mich doch damals nach dem Münchner Abkommen, wie Chamberlain in das britische House of Commons eintritt mit dem Papier Vertrag von München, wo er dann mit zitternder Stimme dem House of Commons sagt, we have been taken by surprise. Wir sind überrascht worden. Meine Damen und Herren, erstens einmal, ein Ministerpräsident hat nicht das Recht, überrascht zu werden. Aber auf der anderen Seite, man hat einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, was hier auf uns zukommt. Und daher müssen wir hier immer wieder, und das möchte ich wirklich ernstlich insistieren, in diesem Europa an allererster Stelle an die Sicherheit denken. Wir werden mit der Sicherheit stehen oder fallen. Wir müssen einfach daran denken, dass wir heute nicht in einer lieben, friedlichen Welt leben, sondern in einer, wo es Gefahren gibt. Und wo man ohne weiteres, wie die Beweise des 19. Jahrhunderts gezeigt haben, durch die richtige, zeitgerechte Vorbereitung den Frieden retten kann. Aber wenn man träumend hineingeht, wird man das Gleiche wieder erleben, was man in meiner Zeit erlebt hat. Wir haben das Problem Russland und wir dürfen das nicht unterschätzen. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen dann nur sagen, wenn man die russische Politik der letzten Zeit verfolgt und wenn man insbesondere das Privileg hat, 93 Jahre alt zu sein und daher ganz lebendig auch miterlebt hat, den ganzen Machtaufstieg von Hitler und dessen Rolle in der europäischen Politik, so wird man dazu kommen, dass sich das ja alles heute repetiert. Es sind genau die gleichen Sachen, die wieder geschehen. Nur, dass wir das nicht im Allgemeinen zur Kenntnis nehmen, weil es eben eine andere Perspektive gibt, die leider eine ganz falsche ist. Denn schauen Sie, gut, ich habe mich vielleicht länger wie viele andere mit Putin befasst.
tatsächlich seit der deutschen Wiedervereinigung zu einer Zeit, wo noch niemand gewusst hat, wer Wladimir Putin ist. Ich könnte jetzt nicht die Zeit in Anspruch nehmen, wie ich darauf gekommen bin. Tatsache ist, wenn man sie verfolgt hat, hat man genau gewusst, um was es sich da handelt. Dass es ein Mann ist, der schon in der Schule für die Geheimpolizei gearbeitet hat. Er hat viele seiner Kameraden angezeigt, deren Eltern sind dann eingesperrt worden, die Kinder haben was erlebt. Und das ist seine Karriere gewesen. Mit 23 Jahren war er bereits in einer Funktion beim KGB, wobei normalerweise die KGB-Mann erst mit 25 Jahren aufgenommen wurde und der seither eine immer größere Rolle spielt. Ich möchte nur ein Beispiel geben. Der älteste KGB-Mann heute, der noch eine hohe Funktion hat, ist Herr Nazarbayev. Und Herr Nazarbayev, wie vor zwei Jahren Putin in seinem Land gelandet hat, Kasachstan, da hat der Nazarbayev Putin umarmt und hat gesagt, wir sind Brüder. Das ist doch die Zeit, wir sind die von der gleichen Geheimpolizei. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich die heutige russische Regierung anschauen, 80% der Minister in der derzeitigen Regierung sind Offiziere von der Geheimpolizei. Und wie die Umstrukturierung in Russland geht, ist sehr eindrucksvoll. Schauen Sie, die Regierung und das Parlament sind bereits total entmachtet. Das sind noch solche Figuren, die man herumzeigt, um uns eine Demokratie vorzuspielen. An sich als Macht haben sie überhaupt nichts mehr. Schauen Sie, wir haben jetzt in der Innenpolitik, wo liegt die Führung? Bei einem neuen Politbüro. Aber es ist doch sehr bezeichnend, dass die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, dass dieses Politbüro existiert. Noch sind die Namen bekannt, die die wirkliche Macht in Russland haben. Ich kann Ihnen nur ein paar Namen nennen, ich habe sie nicht alle, denn es wird sehr geheim gehalten. Aber schauen Sie, nebst Putin, der Vorsitzende davon ist, der nächste nach ihm ist Igor Sechin. Das heißt, der Mann, der heute der Präsident der größten Produktionsgesellschaft von Erdöl, der Rosneft ist. Der ist heute der Mann, der, wenn Putin etwas zustechen sollte, was durchaus möglich ist, würde er gleich nachrücken. Mit dem hätten wir dann zu tun. Wir haben dann da drinnen den Herrn Viktor Ivanov. Wobei auch wieder das Interessante ist, er hat zwar die ganzen militärischen Sachen unter sich, er ist aber gleichzeitig auch der Kontrolleur der gesamten Rüstungsindustrie. Dann kommt Wladimir Skustkov. Der hat die Pipelines. Alle Pipelines heute, die in Russland gebaut werden, werden unter seiner Kontrolle von seiner Gesellschaft aufgebaut. Wir haben dann Sergei Ivanov, der wohl auch Verteidigungsminister ist, aber gleichzeitig auch der Leiter der gesamten Wirtschaft, der Kriegswirtschaft in Russland ist, was etwas Unglaubliches ist, worüber wir nichts gehört haben. Zum Beispiel, wer von uns hat gehört, dass vor 14 Tagen in Russland intern herausgegeben worden ist, dass in dem Haushalt, der jetzt kommt, fürs nächste Jahr, die militärischen Ausgaben wieder um 15% angehoben werden. Dass wir das zahlen, gut, wir Österreicher nicht, Gott sei Dank nicht, aber dass zum Beispiel unsere deutschen Freunde da blutig mitzahlen, ist ein bisschen erschreckend. Und schließlich ist einer Mann, der auch einmal in der Zukunft eine große Rolle spielen wird, das ist Dmitri Medvedev, der gesamte Presse unter sich hat, aber gleichzeitig der Präsident von Gazprom hat. Wisst ihr, im Gegensatz zu dem früheren Politbüro sind diese Machtträger diejenigen, die gleichzeitig eine unsagbare Macht in der Wirtschaft und eine Macht in der Politik haben. Schauen Sie, man hat ja diese berühmten Oligarchen abgeräumt. Sie wissen ja genau den langen Prozess und Khodorkovsky. Das sind alles Sachen, die aber dann in die Hände der sogenannten Siloviki übergegangen sind. Denn in Russland ist einfach gegenüber dem früheren kommunistischen System ein Unterschied. Diesmal ist es nicht eine Partei wie die kommunistische Partei, die das hat, obwohl die kommunistische Partei weiter als Instrument existiert, sondern die Siloviki sind jene Gemeinschaft dieser Machthaber, die heute tatsächlich auf allen Gebieten das Letzte zu sagen haben. Meine Damen und Herren, es ist zwar möglich, dass diese Gesellschaft auseinanderbricht, denn es gibt manche Spannungen,
die man ohne weiteres beobachten kann, insbesondere zwischen Sechin und Medvedev, also zwischen Gazprom und Rosneft. Aber das sind solche Elemente, die man sich erinnern sollte. Das kommt auf uns zu. Meine Damen und Herren, das sind keine friedlichen Entwicklungen. Denn das ist alles eine Zusammenfassung. Und man darf nicht vergessen, Putin hat darüber auch kein Geheimnis gemacht. So wie Hitler seinerzeit in Mein Kampf alles geschrieben hat, was er tun würde, aber niemand es gelesen hat. Man hat ja nur das Buch gekauft, um zu zeigen, dass man gut gesinnt ist. Aber gelesen hat es, glaube ich, niemand. Ich kann das nur sagen, denn ich habe das Buch vor sogar der Machtergreifung Hitlers, als ich in Berlin arbeitete, gekauft und gelesen. Und das hat er ja gesagt, alles, was er tun würde. Und dann hat man danach gesagt, dass ich eine Art prophetische Gabe habe, über gewissen Daten geschehen sind. Überhaupt keine habe ich gehabt. Ich habe einfach das Buch gelesen gehabt und geglaubt, was da in dem Buch gestanden ist. Meine Damen und Herren, ich wollte nur das alles sagen, das kommt doch alles auf uns zu. Und daher wäre es ein furchtbarer Fehler von uns als Europäer, jetzt sozusagen die Flinte ins Korn zu werfen, wegen der europäischen Einigung, sondern im Gegenteil. Es ist jetzt wichtiger denn je, diese europäische Einigung durchzusetzen. Denn das bedeutet für uns Sicherheit. Das bedeutet für uns Gemeinschaft. Das bindet verschiedene Mächte ein. Und das Zweite, das wir Gott sei Dank nicht machen, und das leider in Berlin allzu viel gewesen ist, wobei ich da wiederum eines sagen muss, wissen Sie, Berlin hat sozusagen eine Standesgnade. Wer immer dort führt, ist taktlos. Also das hat schon mit Kaiser Wilhelm angefangen und hat jetzt mit dem Herrn Schröder in seiner Behandlung der Vereinigten Staaten einen großen Höhepunkt erreicht. Meine Damen und Herren, ob man jetzt den Herrn Bush liebt oder nicht, ist ja nicht die Frage. Aber wir brauchen die Amerikaner, weil wenn wir sehen, was sich da östlich von uns entwickelt, müssen wir sagen, wir brauchen eine Macht, die gleichzeitig mit uns unsere Sicherheit garantiert. Meine Damen und Herren, die Zukunft Europas liegt in der Frage, gelingt es uns, die europäische Sicherheit zu machen? Die Sicherheitspolitik ist viel wichtiger wie viele andere Sachen, schon weil ja die Wirtschaft sich wirklich nur entwickeln kann in einer Atmosphäre der Sicherheit.